Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Politik-Talks. Erinnern wir uns. Im Jahre 2021 schaffte es die AfD, gegen alle Prognosen und Erwartungen Wähler zu mobilisieren und als stärkste Fraktion in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Mit ein Grund hierfür war der intensive Kampf gegen die strikten Corona-Maßnahmen und Freiheitsbeschränkungen, den die AfD unter anderem als einzige Partei auf der Straße führte. Heute bei mir zu Gast einer derjenigen, der selber auf der Straße für die Rechte gekämpft hat, Carsten Hilse. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend. Herr Hilse, die einen sagen, die AfD habe wohl alles richtig gemacht. Die anderen meinen aber, Sie haben eigentlich nichts erreicht. Nun ja, also Sie arbeiten ja beim Privatfernsehen, weil es den zwangsfinanzierten Staatsfunk nicht mehr gibt. Das ist doch schon mal was, oder? Okay. Thema heute ist die Energie- und Umweltpolitik der letzten 16 Jahre. Wie haben Sie diese Zeit erlebt? Naja, also in den ersten Jahren lag unser Hauptaugenmerk auf der Verhinderung einer Katastrophe, eines lang andauernden und landesweiten Blackouts. Die Elektrizitätswirtschaft und das Stromversorgungsnetz waren durch ideologische Verblendung heruntergewirtschaftet. Finden Sie nicht, dass Sie an der Stelle etwas übertreiben? Lassen Sie mich einfach ausreden, ansonsten müssen wir das Interview abbrechen. Also nochmal, also die Energiewirtschaft, die Stromversorgungsnetze waren also runtergewirtschaftet durch ideologische Verblendung und in einem sehr schlechten Zustand. Jeden Tag mussten vielfach Notmaßnahmen, sogenannte Redispatch-Maßnahmen eingeleitet werden, um letztendlich diesen Kollaps des gesamten Landes zu verhindern. Und deswegen war eine unserer ersten Maßnahmen die Aussetzung der vorgesehenen Kraftwerkstilllegung und die Sicherung der in den Jahren davor stillgelegten Kohle- und Kernkraftwerke, um letztendlich auch Sprengung und unwiderrufliche Zerstörung zu verhindern. Und aus unserer Sicht war es notwendig, sorgfältig zu prüfen, welche Kraftwerke zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen wieder in Betrieb gehen oder weiter betrieben werden konnten. Also wir haben dann mit den Eigentümern der Kraftwerke über die Wiederinbetriebnahme bzw. den Weiterbetrieb verhandelt. Natürlich unter Beibehaltung des hohen Sicherheitsstandards haben wir ihnen eine belastbare Laufzeitgarantie zugesichert. Die meisten Kraftwerke waren damals noch geeignet bis zu 30 Jahre, sehr gewinnbringend und vor allem ohne Subventionen Strom zu produzieren. Und ersatzweise hatten wir auch einen staatlichen Betrieb der Kraftwerke erwogen. Allerdings war das nicht notwendig. Und ergänzend zur Sicherung der vorhandenen Kraftwerke hatte die AfD-Regierung ein begrenztes Bauprogramm zusätzlicher Kohle- und Gaskraftwerke an netzkritischen Standorten, vor allen Dingen in Süddeutschland, beschlossen. Und durch eine einschneidende Änderung und dadurch Beschleunigung des Planungs- und Genehmigungsrechts mit Bürgerentscheiden, nach Vorbild der Schweiz, konnte das Bauprogramm dann auch innerhalb des vergangenen Jahrzehnts erfolgreich abgeschlossen werden. Und durch all diese Maßnahmen konnte die AfD-Regierung bis heute die Gefahr von Blackouts in Deutschland deutlich vermindern. Und darüber hinaus sind die Netzumlagegebühren wegen der höheren Netzstabilität drastisch gesunken. Sie und einige Ihrer Kollegen hatten damals gefordert, alle Windindustriegebiete sofort stillzulegen und die Anlagen sogar abzureißen. Nun ja, also ich habe es nicht gefordert. Es gab ein paar Jungsporne, die das dann also wirklich forderten. Aber unser Anliegen war es natürlich, erst einmal diese milliardenschwere Geldumverteilung für instabile und ineffiziente Umgebungsenergien wie Wind, Sonne, damals absurderweise erneuerbare Energien genannt, zu beenden. Und da wir aber als Rechtsstaatpartei legal erworbene Eigentumsrechte respektieren,
war klar, dass es also unter Umständen 20 Jahre dauern würde, die einmal gewährten Stromsubventionen auslaufen zu lassen. Und aber noch in den ersten 100 Tagen der damals neuen AfD-geführten Regierung wurden alle neue Subventionen für alle ineffizienten Stromerzeugungsformen abgeschafft. Und durch neue Gesetzesregelungen haben wir durchgesetzt, dass die Stromnetzbetreiber nur bedarfsgerecht Strom einspeisen müssen. Das war ja damals nicht so. Und diese Regelungen und vor allem auch die Bauverbote, also von Wind- und Solarindustrieanlagen außerhalb ausgewiesener Industriegebiete, führten zu einem kompletten Baustopp von Windindustrieanlagen und großflächigen Solaranlagen, aber auch, weil es sich einfach nicht mehr lohnte, also zum Rückbau von Windindustrieanlagen. Und was für mich als Umweltpolitiker damals also sehr wichtig war, dass der Naturzerstörung, der Industrialisierung heimischer Kulturlandschaften, diesem tausendfachen Vogelmord und Infrastallterror Einhalt geboten wurde. Und wenn Sie heute durch Deutschland fahren, sehen Sie nur noch wenige Anlagen. Es werden von Jahr zu Jahr weniger und irgendwann werden diese Windmühlen einfach weg sein. Im Rückblick haben wir viel erreicht. Die Verträge für die noch bestehenden ineffizienten Stromerzeugungsanlagen laufen in den nächsten 4 Jahren aus. Und schon jetzt betragen die Ausgleichszahlungen gerade mal nur noch 0,3 Pfennig pro Kilowattstunde. Und bereits jetzt sind schon wieder tausende Quadratkilometer vormals durch Windindustrieanlagen beschädigter und durch Energiepflanzenfelder beanspruchter Naturraum für Kulturlandschaften und Naturschutzflächen zurückgewonnen worden. Viele, wenn Sie durch die deutschen Wälder gehen, viele selten gewordene Tier- und Pflanzenarten sind wieder verstärkt zu finden. Also, ein Erfolg. Ja, aber Herr Hilse, Sie können doch nicht nur Stromerzeuger abschalten. Wir brauchen doch schließlich gerade für die Digitalisierung und die Wirtschaft Unmengen an Strom. Nun ja, also nachdem wir die Notsituation bei der Stromversorgung abgewendet hatten und die schädlichen Umweltauswirkungen der damals, ich finde es immer wieder witzig, erneuerbar genannten Energien und deren ausufernde Energiepreise eingedämmt wurden, zeigte sich, dass der seit Regierungsübernahme der AfD eingeschlagene Kurs in der Forschung und in der Entwicklung im Bereich der modernen Kernenergie in vielerlei Hinsicht als sehr zukunftssicher erweist. Wir haben damals sehr schnell ein Programm initiiert, welches erstens die Stromversorgung sichert und zweitens die geologische Endlagerung von hochradioaktiven Reststoffen quasi nicht mehr notwendig macht. Aber wir hatten also Arbeiten auf dem Weg zur effektiven Trennung nuklearer Reststoffe. Wenn Sie sich ein bisschen näher damit beschäftigen, wissen Sie, es gibt also Reststoffe, die stark strahlen, aber sehr kurz, aber auch Stoffe, die nur wenig strahlen, aber sehr lang. Und wenn man das alles zusammenschmeißt, ist natürlich ungünstig. Und wir haben also Technologien gefunden, um das zu trennen, um also auch das Maß an Kern, an Reststoffen zu verringern. Also vor allem die genutzten Kernbrennstoffe haben wir früh begonnen und mit dem Bruchteil des Entsorgungsfonds damals mit 24 Milliarden Euro versehen finanziert. Heute wären das ca. 18 Milliarden Mark. Und zeitgleich schloss sich Deutschland der schon damals weltweit aufstrebenden Bewegung zur Umsetzung von modernen Kernkraftwerkskonzepten, insbesondere Hochtemperatur-Flüssigbrennstoff-Kernreaktoren, an und investierte substanziell in entsprechende Vorhaben, ebenfalls aus dem Entsorgungsfonds. Und all dies wurde vor allem als ziviles Nuklearprogramm entwickelt, welches nicht nur die damals aktuellen Bestrebungen zur Nichtverbreitung von Atomwaffen unterstützte. Denn bedingt durch diese modernen Nukleartechnologien selbst, mit denen eben kein atomwaffenfähiges Material hergestellt werden kann, wurden diese Bemühungen sogar auf ein deutlich höheres Niveau angehoben. Und Teil des Programms war und ist natürlich auch ein größeres Engagement, als es die damalige Bundesregierung hatte, in noch etwas weiter in die Zukunft liegenden Technologien, etwa Ansätze bei der Kernfusion. Um ein Resümee zu ziehen, heute, fast 16 Jahre später, sind die Ergebnisse verfügbar und die positiven und zukünftigen Aussichten klar und deutlich. Die modernen Kernkraftwerke sind derart effizient, dass sie bald nicht nur die bestehenden Leichtwasserreaktoren
sondern im Wettbewerb sogar die fossilen Kraftwerke ersetzen werden. Und die Energieerzeugungskosten werden absehbar so gering sein, dass sich also auch vielfältige, gerade für mich als Umweltpolitiker wichtig, vielfältige umweltschonende Umweltreinhaltungstechniken oder umfangreiche geschlossene Wertstoffkreisläufe direkt am Markt und vor allen Dingen ohne Subventionierung etablieren werden und gleichzeitig deutliche Wachstumssignale aus allen Bereichen der Wirtschaft kommen. Im Großen und Ganzen ist Deutschland zu seiner einstigen wirtschaftlichen Stärke zurückgekehrt. In der Merkel-Ära wurde das alles runtergewirtschaftet. Wir haben Deutschland wieder zu einem starken Wirtschaftsland gemacht. Sie haben es gerade schon angesprochen. Was ist denn nun mit dem Atommüll? Schließlich ist das ja nun einer der Gründe, warum die damaligen Grünen, heute der Kommunistische Bund Deutschlands, damals so vehement gegen die Atomenergie waren. Naja, also vielleicht beschäftigen sich die Kommunisten mal nicht nur mit Ideologie, sondern auch mit Technik und Wissenschaft. Die Endlagerfrage für hochradioaktive Reststoffe ist gelöst worden, denn diese neuen Nukleartechnologien schließen diesen Kernbrennstoffkreislauf praktisch vollständig und können auch die Restbrennstoffe der noch eine Weile in Betrieb befindlichen umweltfreundlichen Leichtwasserreaktoren vollständig nutzen. Die Suche nach Endlagern für tausende Jahre wird einfach nicht mehr benötigt. Das sollten auch die Kommunisten irgendwann begreifen. Und das, was Sie Atommüll nennen oder die Kommunisten Atommüll nennen, ist wertvoller Kernbrennstoff für Kernreaktoren der Generation 4 und 5. Und ein weiterer Punkt, warum diese Kernreaktoren so zukunftsweisend sind, ist, dass bereits jetzt mit dieser hohen Prozesswärme von 1000 Grad solche Reaktoren synthetische Kraft und Betriebsstoffe verschiedenster Art produziert werden können. Und ich gehe davon aus, dass wir bis 2050 weitgehend unabhängig von Energierohstoffimporten jeglicher Art sein werden. Das ist auch, wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, dringend notwendig. Wir sehen schon jetzt einen Preisanstieg bei Öl und Gas. Also, und in den nächsten Jahrzehnten werden die Preise auch natürlich weiter anziehen. Und sämtliche Verkehrsmittel werden nach der vollständigen Umstellung auf diese neuen Betriebsstoffe dann so sauber arbeiten, dass frühere Diskussionen über Luftschadstoffe absurd erscheinen werden. Mit diesem Ausblick in die Zukunft verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Hilse, und vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Morgen zu Gast haben wir Philipp Amthor, der bis 2025 im Bundestag saß, und befragen ihn, wie er den Untergang der Union Mitte der 20er Jahre erlebt hat.